Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu der Serie Etiketten designen. In diesem Video werden wir uns mit drehbaren Objekten beschäftigen und die Magic dahinter erklären. Zuallererst mal fangen wir mit einem simplen Beispiel an. Ich möchte in ein Etikett, wo ich schon den Designer geöffnet habe, Report, Insert Control, Rectangle. Ich mache ein Rechteck. Jetzt bewege ich die Pfeiltasten nach unten. Bewege mein Rechteck an die gewünschte Position, drücke Shift, mache es nach links, mache das Rechteck ein bisschen kleiner und nun ziehe es mit der Maus nach unten. Mein Barcode markiere ich und verschiebe mir ein bisschen so. Okay, jetzt habe ich hier mein Rechteck. Das ist schon mal ganz cool. Was will ich jetzt haben? Ich will in meinem Rechteck den Preis drin haben. Okay. Nun mache ich erstmal mein unsichtbares Rechteck hier ein bisschen kleiner, damit sich die beiden nicht in die Quere kommen. Und zur besseren visuellen Darstellung mache ich einen Rechtsklick drauf und sage Properties und verwende als Style, als Hintergrundfüllung, keine Ahnung, machen wir gelb oder grün. Ja. Jetzt haben wir es grün, sehr schön. Das Objekt ist aufgestellt, wunderbar. Nun hätte ich gern, dass der Preis hier quasi hochgestellt ist. Wie kriegen wir das hin? Wir können jetzt das nicht einfach so machen, das funktioniert nicht. Also das heißt, wir können nicht einfach den Preis jetzt in so ein Längsformat machen und dann so reinlegen. Funktioniert nicht. Zum einen mal ist der Preis jetzt im Hintergrund, also sagen wir ihm bei ihm hier bei Format, bring to front, bring es nach vorne. So, also das heißt, nun hätten wir quasi den Preis untereinander. Das wollen wir nicht. Also gehen wir wieder zurück. Sag okay, wieder meine Originalgröße und ich mache das Ding einfach ein bisschen länger. Die Magic passiert jetzt, indem wir das Objekt, den Preis markiert haben und nach unten bewegen. Und zwar, ich muss jetzt selber überlegen, ungefähr so. Das heißt, der Preis ist jetzt eigentlich ganz unten. Und jetzt müssen wir ihm das zuweisen, dass wir ihm sagen, Rechtsklick und sagen Properties. Drehe dich. In der Karteikarte bei den Eigenschaften Advanced finden wir eine sogenannte Rotation, die Position 0 und nach linksläufig sich natürlich bis zu 360 Grad aufaddiert. Und wenn ich jetzt sagen will, ich will, dass es hochgestellt ist, haben wir hier einmal 90, 180, 270 Grad. Ist klar, ne? Also gebe ich hier 270 ein und, ups, jetzt habe ich es weggedrückt. Warte mal. So, jetzt ist quasi unser Preis dann hochgestellt. Im Idealfall sollte nun unser Preis hochgestellt sein und das sehen wir uns jetzt an. Wir wollen speichern, ja. Und wir sagen Vorschau. Ah, das ist ja cool. Jetzt haben wir tatsächlich unseren Preis hochgestellt. und so können Sie es also machen. Sie können, wenn Sie jetzt die ganzen Videos miteinander ein bisschen kombinieren, können Sie sagen, ich lege mal zwei Rechtecke an, ich mache einen gelben Balken für oder einen roten Balken für einen Normalpreis und mache den Preis in der Schriftart weiß. Oder ich mache einen gelben Balken, einen roten Balken für das Angebot, so ist es, Entschuldigung, mit einer weißen Schriftart des Preises und legen sich ein zweites Rectangle, also ein Rechteck an mit gelb, wo sie sagen, in der Print-When-Bedingung nur, wenn es kein Angebot ist, und dann legen sich eine Kopie des Preises an, in der grün-schwarz, was weiß ich was, Schriftart, und dem sagen sie auch, du drückst nur, wenn du kein Angebotspreis bist. Ja, so können sie mit Wabi Profi 3 oder in Wabi Profi 3 auch Objekte, die nicht so leicht drehbar sind, drehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.